Ja, liebe Poolfreunde, heute erkläre ich euch die Dechoyeau-Filtration von ihrem Anfang im Pool bis zu ihrer Filtration am Ende des Pools. So, jetzt stehen wir vor dem Filter selber und können uns das mal anschauen. Also der Weg des Wassers. Ich wäre jetzt im gewässerten Bereich. Hier ist der gewässerte Bereich. Auslaufdüse, hier haben wir den Skimmer mit der Skimmerklappe, den Gegenstromknopf und wir haben zwei Scheinwerfer, die dann den Pool beleuchten. So, das Wasser läuft quasi hier rein durch den Skimmer und jetzt schauen wir uns das mal an. Von der Erdseite her haben wir hier den Vorskimmerkorb. Der Vorskimmerkorb, der grobe Verunreinigungen abfiltert, muss halt nach je nachdem, wann er verdreckt ist, muss er halt gereinigt werden. Dann kommt die Filtermembran, der Filtersack oder Drecksack, wie wir ihn nennen, mit 30 μ, 15 und 6 μ. Dort wird dann der feinste Schmutz festgehalten, sogar Staubkorn, großer Dreck wird hier zurückgehalten. So, und das Ganze wird betrieben mit einer Kreiselpumpe, die in diesem Fall eine 20 Kubikmeter Leistung hat in der Stunde. Das Wasser wird angesaugt und gleichzeitig hier wieder zurückgeblasen. Alles kompakt, deswegen auch Kompaktfiltersystem, kompakt am Pool integriert. Eine Stromleitung zu 3x2,5 Quadrat mit dem normalen Hausstrom abgesichert. Mehr braucht es nicht und fertig ist die Poolaufbereitung mechanisch. So. Und was für einen Vorteil hat jetzt dieses kanalisationsfreie System? Naja, erstmal ist es kanalisationsfrei. Der zweite und große Vorteil ist, es ist direkt am Pool. Das heißt, ich habe die Rohrleitung runtergebracht von durchschnittlich 30 bis 40 Meter auf 1 Meter. Daher niedrigeres Leckagerisiko. Und ich habe natürlich wesentlich weniger Stromverbrauch, als ich normalerweise habe. Weil mit diesem Filtersystem erreiche ich eben eine Leistung von 20.000 Liter pro Stunde direkt hier vorne am Auslauf, währenddessen ich bei anderen Filterpumpen mit einer vergleichbaren Leistung erst nochmal über 40 Meter Kanalisationssystem fahren muss. Der nächste Vorteil ist, ich habe einen Membranfilter. Mit diesem Membranfilter filtere ich, wie schon gesagt, auf 6 Mikrometer runter. Und 6 Mikrometer sind staubkorngroße Partikel, die ich abfange. Das wissen wir ja bereits aus vorhergehenden Podcasts. Umso mehr ich das Wasser reinhalte, umso weniger muss ich es chloren, sprich desinfizieren. Ich brauche weniger Aufbereitungsmittel, ich brauche weniger Poolpflegemittel und habe im Allgemeinen ein kristallklares Wasser. Zudem lassen sich diese Anlagen sehr gerne auch für die Sanierungen und Renovierungen benutzen. Für diesen Fall gibt es eine spezielle Anlage, die rittlings auf der Poolwand installiert werden kann und somit die Sanierung sehr einfach gemacht wird. Ein Becken durchschnittlicher Art kann hier mit 3 Pumpen gefahren werden, 18 Kubikmeter die Stunde, 20 und 25 Kubikmeter und ein sehr großer Vorteil für unsere sportlicheren Leute, sie können eine Gegenstrompumpe einbauen, die bis zu 30.000 Liter in der Stunde herausspeibt und dann die Möglichkeit gibt, eben gesundheitliches Gegenstromschwimmen zu ermöglichen.